Liebe Freunde von Pönis Kinowoche, heute muss ich mich leider mit einer sehr traurigen Nachricht an euch wenden und um ehrlich zu sein, fällt es mir auch sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, deswegen bitte ich euch um euer Verständnis. Aber ich muss euch leider mitteilen, dass Pöni seit Montag im Krankenhaus liegt. Es ist uns sehr wichtig zu betonen, dass es sich nicht um eine Corona-Infektion handelt, sondern um die schweren Folgen eines Unfalls, den er leider am Montag in seiner Wohnung erlitten hat. Wir stehen im engen Kontakt mit den Ärzten, respektieren aber natürlich die strengen Besuchszeiten, die innerhalb der Corona-Krise nun mal gegeben sind. Wir bitten deswegen um euer Verständnis, dass wir nicht jeden Tag Updates geben können über seinen Gesundheitszustand, werden euch aber natürlich mit allem nötigen Respekt auf dem Laufenden halten. Ihr könnt uns gerne Genesungswünsche unter kontakt@pönak.de oder auch über Facebook, Instagram zumailen, die wir dann gerne weiterleiten. Wir als sein Team haben sehr lange überlegt, wie wir mit dieser schrecklichen Situation umgehen sollen und sind aber zu dem Entschluss gekommen, Pöni hat uns immer supportet. Er war immer für uns da. Er hat uns immer unterstützt und das Gleiche wollen wir jetzt auch für ihn tun. Wir bleiben für ihn dran, aber das geht natürlich nicht ohne euch. Mari und ich werden versuchen, den Podcast weiterzuführen, so wie es uns möglich ist. Wir wollen natürlich Pöni nicht ersetzen, auf gar keinen Fall. Das können wir auch gar nicht. Wir werden die Homepage pflegen, wir werden immer uns mal bei Facebook melden. Aber bitte, bitte, bitte helft uns dabei. Seid mit uns für Pöni da. Bleibt dran, sodass wir uns bald hoffentlich alle wieder gesund wiedersehen können und Pöni wieder sagen kann, hallo, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pönis Kinowoche. Bis dahin, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf, nichts ist wichtiger in diesen Zeiten.